Heiligabend, ich war noch ein Spross, saß ich wie so oft auf Großvaters Schoß und tönte ihm in das Ohr: Opa, sing mir doch mal ein Weihnachtslied vor. Naja, und irgendwann, da fing auch der Opa an. Heiligabend zu Hause, ich denke gerne daran. Onkel Jupp kam um 5 von der Zeche und um 6 kam zu uns der Weihnachtsmann. Wenn Schnee und Eis die Straßen glätten, kam damals der Weihnachtsmann. Ja, da konntest du wetten, der kam direkt aus dem Wald und brachte himmlische Grüße, auch ein Sack voll Geschenke und hatte eiskalte Füße. Bei uns trank er dann Grog, meistens ein Glas zu viel, knutschte heimlich die Mama und rauchte Papas Brasil. Heiligabend zu Hause, ich denke gerne daran. Onkel Jupp kam um 5 von der Zeche und um 6 kam zu uns der Weihnachtsmann. Heiligabend zu Hause, ja, alle fanden es toll. Auch der Weihnachtsmann ging mit warmen Füßen und die Krippe bis oben hing voll. Und dann sagte Opa plötzlich: Hast du die Glöckskes nicht gehört? Ich glaub, das Christkind war schon da. Jo, Opa hatte für sowas ein Örken. Und dann sagt er noch: Weißt du überhaupt, warum das Christkind Christkind heißt? Nee, weil er vom Christkind was geschenkt kriegst, du Döskopf. Das Christkind kriegst du ja nie zu packen. Aber Opas Weihnachtsmann wäre ich auch ganz gerne begegnet. Und ich glaub, unser Mama auch. Aber unser Vater trank ja kein Grog. Und rauchen tat er Pfeife. Heiligabend zu Hause, ja, alle fanden es toll. Auch der Weihnachtsmann ging mit warmen Füßen und die Krippe bis oben hin voll. Und die Krippe bis oben hin voll.